Machtergreifung, Machtübergabe, Machtübernahme. Drei Begriffe, um die zum Teil sehr kontrovers gestritten wird. Obwohl diese Begriffe ja eigentlich erstmal etwas sehr Ähnliches meinen, sie bezeichnen den Zeitpunkt oder kurzen Zeitraum 1933, ab dem die NSDAP und Adolf Hitler im Deutschen Reich die Regierungsgewalt übernommen haben. Gestritten wird über die zusätzliche Bedeutung, die diese Begriffe mittransportieren. Zum Beispiel Machtergreifung, wenn man das so betont, Machtergreifung. Dadurch mag nahegelegt sein, dass die NSDAP und Adolf Hitler damals im Jahr 1933 die Macht sozusagen aktiv ergriffen haben, sie vielleicht jemanden sogar weggenommen haben, dass andere vorherige Machthaber überrumpelt worden sind. Und es betont eben sehr stark diesen Charakter. Kritiker dieses Begriffes wenden dagegen ein, dass er etwas verschleiert, dass die NSDAP die Macht gar nicht so sehr ergriffen hat, sondern dass sie ihr übergeben worden sind. Und dass der Begriff Machtergreifung verschiedene Ereignisse in den Hintergrund drängt, die aber sehr bedeutsam sind. Da sind sicherlich zum Beispiel drei mindestens zu nennen. Fangen wir mal mit dem zeitlich in der Mitte gelegenen an. Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Er übergibt ihm also die Macht aus freien Stücken heraus. Er wäre sicherlich nicht auf die Idee gekommen, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, wenn nicht vorher Millionen von deutschen Männern und Frauen die NSDAP gewählt hätten. Also mit ihrer Wählerstimme dieser Partei politische Macht übertragen hätten. Sie beauftragt hätten mit der Ausübung politischer Macht. Das ist der zweite Aspekt, wo man eher von Übergabe sprechen sollte. Und der dritte, nicht weniger wichtig dann, auch der letzte zeitlich gesehen, die Verabschiedung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes, wo nicht nur die NSDAP, sondern alle Parteien im Deutschen Reichstag, mit Ausnahme der SPD und der KPD, deren Mandatsträger allerdings schon aus dem Reichstag ausgeschlossen waren, ein Gesetz verabschieden, mit dem die NSDAP bzw. die Regierung Adolf Hitler nicht nur die ausführende Regierungsgewalt haben soll, sondern auch die gesetzgebende Macht. Das heißt, die Parteien entmachten sich im Reichstag selber und übergeben ihre Macht der NSDAP. Das sind also mindestens drei Momente, wo man vielleicht besser von Machtübergabe sprechen soll. Und ein weiteres Argument wäre sicherlich, dass damit andere Akteure benannt sind. Nach 1945 war es vielleicht für einige auch von Vorteil, von Machtergreifung zu sprechen, weil es eben nur auf das Agieren der NSDAP abzielt und nicht thematisiert, wer denn drumherum dabei mitgemacht hat, eben Macht abgegeben hat, freiwillig übergeben hat. Und diese Akteure verschleiert dieser Begriff Machtergreifung vielleicht etwas. Zum Beispiel hier im Erinnerungsort Hotel Silber haben wir uns entschieden, tatsächlich durchgängig von Machtübergabe zu sprechen, um eben zu betonen, dass es eben nicht nur die NSDAP war, sondern viele andere Akteure im Jahr 1933 und in den nachfolgenden Jahren eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Trotzdem ist der Begriff Machtergreifung jetzt auch nicht völlig falsch. Man könnte zum Beispiel den Blick auf andere Ebenen richten. Nicht nur in Berlin, sondern zum Beispiel auch hier in Württemberg. Und da gab es doch verschiedene Aktionen auch von der NSDAP, die mit dem Begriff Machtergreifung vielleicht nicht schlecht beschrieben sind. Also die Einsetzung eines Reichskommissars hier in Württemberg hat nichts mit Machtübergabe zu tun, sondern es ist eine aktive Politik der NSDAP, ihre Macht hier zu festigen und auszubauen. Natürlich gehören zum Beispiel auch die großen Verhaftungswellen 1933 gegen politische Gegner dazu. Die hatten ganz klar das Ziel, die neue Macht abzusichern. Das ist also auch diese ganz aktive, von sich aus die Entheilung suchende Politik. Und hier ist der Begriff Machtergreifung zumindest sicherlich nicht falsch, ne? Sodass man vielleicht am Ende sagen kann, dass diese Begriffe unterschiedliche Aspekte dieser Ereignisse betonen, die sich aber nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Man könnte sie also vielleicht sogar
parallel zueinander benutzen.